werde alles dafür tun, um Champion zu werden. Dieser Kampf ist der wichtigste Kampf meiner gesamten Laufbahn. Dieser Kampf bedeutet mir alles. Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Mir ist egal, ob es über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. NFC 13 in der Westfalenhalle Dortmund am 25. März. Das müsst ihr sehen. Er nimmt's ernst. Er geht auf jeden Fall regelmäßig in sein Training. Wurde mir zugetragen. Er ist sehr ambitioniert, aber das spielt keine Rolle. Warum nicht? Ich mache ihn platt. Und meine Mama hat ihn sogar schon mal gesehen, ja. Okay. Und mag die den? Ja, Fabio ist ein super sympathischer Typ, auf jeden Fall. Was sagt die, wenn du ihr erzählst, dass du vorhast, ihm ins Gesicht zu hauen? Also es ist auf jeden Fall eine heftige Chance für mich, die ich definitiv auch nutzen werde. Ich sitze hier mit einem sehr interessanten Kämpfer, ich würde sagen neuen, aufstrebenden Kämpfer, denn so richtig kannten wir ihn nicht, Timo Ernst. Und trotzdem hat er schon Wellen gemacht, und zwar bevor er das erste Mal bei NFC kämpft. Timo, hallo, herzlich willkommen. Freut mich, ja. Warum sage ich das, Wellen geschlagen? Du wirst gegen einen Mann antreten, der durchaus schon einiges an Öffentlichkeit mitbringt. Und wir waren der festen Überzeugung, okay, der wird wahrscheinlich auch einige Tickets verkaufen. Und auf einmal haben wir gemerkt, okay, du verkaufst auch Tickets quasi aus dem Stand, aus dem Nix, und zwar im dreistelligen Bereich. Ich glaube, heute sollte es so ein bisschen unsere Aufgabe sein, dich vorzustellen, mal zu sagen, wer ist überhaupt Timo Ernst? Und ich würde damit einfach vielleicht mal anfangen. Wie kommt es, dass so viele Leute dich kämpfen sehen wollen? Alles gute Bekannte, viele Freunde dabei auch. Ja. Okay. Noch keine Fans, vielleicht werden es alles noch Fans. Vielleicht wächst es noch mehr, vielleicht kommen noch ein paar dazu danach. Okay, also einfach einen großen Bekanntenkreis. Definitiv, gesagt, ja. Das muss ich mir angucken, wenn der sich haut. Jetzt haben wir uns natürlich im Vorfeld nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, Marc und ich. Wir haben nämlich über euren Kampf gesprochen. Und irgendwie kam Marc auf das dünne Brett, der ist ja auch sozusagen der Experte im gefährlichen Halbwissen, dass du bei Nubia Sports trainieren würdest. Und jetzt hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, das stimmt so überhaupt nicht. Erklär uns mal auf. Ja, hat mich ein bisschen verärgert, aber nicht schlimm. Hat er Glück, dass er nicht hier ist heute, der Marc? Ja, ganz genau. Sonst muss ich ihm das Mikrofon abgreifen. Was hat dich daran geärgert und warum? Ja, ich bin nicht bei Nubia Sports. Habe schon lange mit Nubia Sports nichts zu tun. Ich habe meinen letzten Kampf mit 16 da gemacht. Das war ein Thai-Box-Kampf, also das ist 12 Jahre her. Ich trainiere in Wiesbaden-Glantal im Streibgym. Ein klassischer Ringerverein. Okay. Ja, das ist mittlerweile mein Gym. Da mache ich mein MMA-Training, mein Ringertraining, mein Thai-Box-Training. Okay. Ja. Aber diese Grundschule aus dem Nubia hast du ja irgendwie doch mitgenommen? Ja, aber in dieser Zeit habe ich mir nicht viel angeeignet, ja, okay. Was Distanzgefühl betrifft, was, ja, also das habe ich mir alles danach eher angeeignet. Okay. Hatte mit Nubia wirklich wenig zu tun. Du identifizierst dich eher jetzt mit deinem aktuellen Gym, Stripe Gym? Stripe Gym, genau, okay. Richtig. Und warst aber auch zwischendurch im MMA Spirit, habe ich gehört. Richtig, ich war schon beim MMA Spirit angemeldet, habe hier auch viel Thai-Box-Training absolviert, leider nur wenig BJJ-Training. Aber war eine Zeit lang regelmäßig da, ja. Das klang so, als hättest du dir gewünscht, im Nachhinein ein bisschen mehr BJJ gemacht zu haben, schon früher. Ja, richtig. Okay. Ja, damals war der Ansporn jetzt nicht so auf MMA, war nicht so da, aber mittlerweile ist es, ne? Was hat da den Wechsel herbeigeführt? Mein erster Kampf, ja. Du hast schon einen Profikampf absolviert? Richtig, bei der GMC. Und so ein bisschen blind. Der ist gut gelaufen? Der ist super gelaufen, ja. Bin da so ein bisschen blind reingelaufen, muss ich ehrlich zugestehen. Ja. Ich hatte einen Freund angerufen, ob ich da Bock habe mitzumachen. Das war ein Tag vorher. So macht man das als Profi? Ja? Richtig, einfach am Tag eigentlich gefragt. Absolut nicht. Also würde ich jetzt nochmal zurückblicken, hätte ich definitiv was Amateurmäßiges lieber unterschrieben, dass ich da jetzt erstmal die nächsten Jahre vielleicht Gas gegeben hätte. Dem ist nicht so. Ich bin jetzt leider Profi. Ja. Oder ich bin jetzt endlich Profi. Ja. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Gell? Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo du nicht trainierst. Aber wo du früher mal trainiert hast, wie bist du denn generell zum Kampfsport gekommen? Also was waren deine ersten Berührpunkte? Meine ersten Berührpunkte? Mein Vater hat mich dahin geschickt. Ja, mit 10 habe ich Wing Chun gemacht.
Danach bin ich mit 12, 13 direkt ins Thai-Boxen zu Nubia Sports. Mhm. Hab dort, bis ich 17, 18 war, trainiert. Mit 17, 18 kam so ein bisschen ja, die jugendliche Phase, würde ich mal behaupten. Training wurde dann ein bisschen abgesagt, man hat ein bisschen mehr Party gemacht. Mädels, und, ja, Party, was man so macht, ganz was genau. Man so im Kopf hat in dem Alter. Und mit 20, also ich habe immer trotzdem ein bisschen Training gemacht, ich bin generell ein sportlicher Typ. Mit 20, 19, 20 würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall wieder aufs Pferd aufgesprungen, habe wieder regelmäßiger trainiert. Aber es gab immer wieder bedingte Situationen, die es einfach nicht dazu gebracht haben, ja, zu kämpfen oder eine ordentliche Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Mhm. Ob es der Job war oder familiäre Dinge. Ja, und dann kam der Kampf da bei GMC. Den habe ich, jetzt kann man sagen, ich habe wirklich nicht mal hart dafür trainiert vorher. Mhm. Ich bin einfach reingelaufen, freitags war der Anruf, morgens um 11, um 12 bin ich hingefahren. Hab's gerissen gegen einen Mann, der auch schon 5-6 Mal im Ring stand. Der aber war bei mir in der Kabine. Mhm. Der hat eigentlich gedacht, ich krieg auf die Schnauze. Ja. Der hat auch einen tollen Schützling dabei gehabt, der hat auch seinen Kampf da gemacht. Ach so, damals war er noch nicht dein Manager? Nein, ach so, okay. Wir waren zusammen in der Kabine, ich bin da mit einem Kollegen hingefahren, ohne Trainer, ohne nix. Ich hatte nicht mal einen Eimer dabei oder einen Tiefschutz, ja. Und geschweige denn Bandagen oder sowas. Mhm. Hab das Ding gerissen. Und seitdem war der aber schon mal ein Fan auch von mir. Hast du ihn beeindruckt? Ganz genau. Bin so bei ihm unter Vertrag und letztens hat er mich angerufen. Da war ich baff, ja, was geht denn jetzt hier ab? Okay. Hast du sofort realisiert, was das für eine Chance für dich sein wird? Was ging dir durch den Kopf und wie lange hast du gebraucht, um zuzusagen? Ja, das war auf jeden Fall sehr krass. Ich war sehr baff, als er mich angerufen hat, davon erzählt hat. Hm. Ich konnte es erst mal nicht glauben, nachdem ich dann die ganzen Aufrufe da im Internet auch gesehen habe. Konnte ich dann glauben, ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine heftige Chance für mich, die ich definitiv auch nutzen werde. Ja. Brauchtest du ein bisschen, also so einen Schubser über die Kante, musst du ja dich überzeugen, oder? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich war direkt dabei. Okay, warst du sofort dabei. Hast auch sofort verstanden, was das für dich und für deine Karriere bedeuten könnte? 100%. Und so wie ich raushöre aus dem Interview, hast du ja auch keinen Zweifel dann dran, wie das Ganze ausgehen wird. Nein, auf keinen Fall. Es wird hart geknallt. Ich gebe Gas. Siehst du mal, das ist, eine geile Story. Also so definitiv. Vom Underdog, wo definitiv, alle sagen, okay, ja, der kriegt wahrscheinlich eh, der ist Laufkundschaft, zu jemandem, der jetzt einen Managementvertrag hat. Ja, richtig. Und der in einem extrem fetten Kampf steht. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man safe sagen kann. In deiner Position wären jetzt gerade gerne viele Leute. 100%, ja. Es gibt einige Leute, die da draußen, ich sage jetzt mal, vor sich hin kämpfen und deren Kämpfe wenig Beachtung finden. Und richtig, du hast da sofort im zweiten Kampf die Möglichkeit, komplett durchzustarten. Ja, es ist eine sehr spannende Story. Dein Vater, ganz kurz da einzuhaken, hat dich zum Kampfsport geschickt, weil er selber so ein großer Kampfsportfan war? Oder? Der hat auch früher Thai-Boxen gemacht, auch viele Sachen gemacht, ja. Hat auch schon im Ring gestanden früher. Okay. Jetzt nicht auf der großen Bühne, aber ja, er hat mich sehr dazu ermutigt, schon immer. Das war also nicht, weil du jetzt irgendwie ein besonders auffälliges Kind warst? Und nein, auf gar keinen Fall. Er hat mich einfach schon immer... ja, so ein bisschen dahin gedrängt. Mhm. Ja, Disziplin würde ich sagen. Sport bringt sehr Disziplin mit, sehr viel Disziplin mit, ja. Auf jeden Fall. Und der sitzt wahrscheinlich auch mit dem Publikum dann. 100%, ja. Okay. Mama ist noch ein bisschen fraglich. Na dann, wie es jetzt weitergeht, ist dein nächster Kampf steht am 18.02. in Bonn wirst du bei NFC 12 auf Fabio Schäfer treffen. Ein großer Name, jetzt nicht zwangsläufig in der Szene, aber ein großer Name, ganz generell, er hat einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit durch seine Präsenz auf YouTube und dieses Seven vs. Wild Format. Hast du dir das angeguckt? Ich nicht, aber meine Mama hat ihn sogar schon mal gesehen, ja. Okay, und mag die den? Ja, Fabio ist ein super sympathischer Typ, auf jeden Fall. Was sagt die, wenn du ihr erzählst, dass du vorhast, ihm ins Gesicht zu hauen? Die Mama ist generell ein bisschen abgeneigt von dem ganzen Sport. Okay. Ja, hat immer so ein bisschen Angst um ihren Sohn. Das ist keine der 100 Karten, die verkauft wurden. Die Mama? Ja. Doch, die Mama kommt auch. Bin ich ziemlich sicher, ja. Aber wir trotzdem dir die Daumen drücken, nicht Fabio? Natürlich. Ja. Alles andere hätte mich jetzt auch stark gewundert. Aber denkst du, dass das für ihn was ist, wo er einfach nur eine weitere Herausforderung sucht, so wie irgendwie sich in der Wildnis beweisen und unter widrigsten Umständen überleben? Oder denkst du, der nimmt das auch wirklich ernst, diesen Sport? Er nimmt es ernst.
Er geht auf jeden Fall regelmäßig in sein Training, wurde mir zugetragen. Mhm. Er ist sehr ambitioniert, aber das spielt keine Rolle. Warum nicht? Ich mache ihm platt. Okay, was macht dich da so sicher? Was macht mich da so sicher? Ja, ich bin im Stand auf jeden Fall, denke ich, überlegen. Boden wird er mir vielleicht sogar überlegen sein, wer weiß. Mhm. Ich fühle mich mittlerweile auch relativ sicher am Boden, so ist es nicht, aber ja, kann man schwer sagen, ne, ob die Erfahrung das wettmacht oder nicht. Mhm. Aber ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Okay, also sehr, sehr siegessicher tatsächlich. Ich mache mir mehr Sorgen um die Nervosität. Ja. Okay, beim Kampf die Nervosität, ja, sagst du? Was, wenn ich vor so vielen Menschen auftreten werde. Okay. Das bringt bestimmt schon ein bisschen Adrenalin mit sich. Klar, die Bühne, ne, der Einlauf, alleine da rauszutreten, die Lichter sind an, die Leute sind da, du weißt, es sind viele Leute von dir gekommen. Ganz genau. Die Mucke, Fernsehen wird da sein. Machst du da irgendwas, um dieser Nervosität zu begegnen? Nee, ich wüsste jetzt nicht was. Einfach Augen zu und durch? Ja. Es gibt ja schon Leute, die im Vorfeld visualisieren oder vielleicht auch so einen Mental Coach mit dabei nehmen oder, keine Ahnung, mit deinem Trainer ein paar Mal das Ganze durchgehen oder sowas. Da gibt es ja Möglichkeiten, aber du sagst, also mit meinem Trainer, mit meinem Manager gehe ich das auf jeden Fall alles durch, 100%, aber ob mir das jetzt die Nervosität nimmt, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, ganz weg nicht, aber manchmal hilft vielleicht es so ein bisschen Baldrian davor. Ja, das würde ich vielleicht nicht empfehlen, weil so, das es schadet ja auch das nichts. Das war nur ein Witz. Es ist, am Ende des Tages ist ja aufgeregt sein auch gut. Ganz genau. Zu entspannt im Kampf willst du ja auch nicht sein. Richtig. Also, wenn du, wir haben gesagt Augen zu und durch, wenn du deine Augen schließt, musst du nicht machen, nur im übertragenen Sinne, und dir vorstellst, wie der Kampf verläuft und ausgeht, was hast du da vorm Auge, vorm Inneren? Dass meine Hand auf jeden Fall gehoben wird. Mhm. Ich bin ein sehr mentaler Typ, ja. Mhm. Ich sage mir sowas auf jeden Fall vorher. Okay. Ich würde sagen, es kommt alles so, wie es kommen soll. Mhm. Wir haben meine Kombination ein bisschen einstudiert. Da gibt es auf jeden Fall ein paar auf Abruf bereit, ja, vom Trainer auch, dass ich mir die, wie soll ich sagen, ja, dass die aus der Pistole rausgeschossen kommen, wenn er sie schreit. Aber was ich genau sehe, das träume ich noch nachts, ja. Okay. Ja. Schauen wir mal, was die Träume so ergeben und vor allem, wie es dann am Ende des Tages auch werden wird. Jetzt könnte das so ein bisschen deine, ich nenne es Coming-out-Party werden. Wir hatten dieses Thema in der deutschen MMA-Szene ja schon mal mit Uwe Schüter, der irgendwie gekämpft hat gegen jemanden vom MMA-Spirit, damals Max Heine. Und der ist quasi über Nacht zum Superstar geworden, auch teilweise über die Grenzen der Szene hinaus, über die sogenannte Bubble hinaus. Ist das was, über das du nachdenkst? Ja, klar. Wäre schon was Großartiges, okay, wenn ich ein bisschen rauskomme. Okay, fändest du gut? Natürlich. Weil, das schwingt ja da auch so mit, du hast schon Bock, dann weiterzumachen auch noch im MMA. Ja, auf jeden Fall. Okay, was ist dein Plan? Was sind deine Ziele? Meine Ziele, ja, kann ich jetzt schwer sagen. Der Kampfsport ist schon immer mit mir. Ich habe riesen Lust, da Gas zu geben. Mhm. Ich habe schon immer riesen Lust gehabt, da Gas zu geben. Aber ja. Ja, Ziele, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen Geld verdienen wäre schon schön damit, ja. Okay. Ja, das ist ja auch spannend, dass wir mittlerweile in Zeiten leben, in denen Geld verdienen mit MMA etwas ist, worüber man ernsthaft nachdenken kann. Das war richtig. Auch vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, hättest du dafür noch einen müden Lacher geerntet, irgendwo am Stammtisch oder auf der Matte respektive. Mittlerweile ist das ja durchaus möglich. Ich würde sagen, ein guter, wichtiger Schritt dahin wäre natürlich der 18.02. den Kampf zu gewinnen. Ganz genau. Ich bin extrem gespannt auf euren Kampf, weil man ja von dir jetzt erstmal noch gar nicht so viel weiß, außer dass du offensichtlich genug Leute mitbringst, um auch in der Halle Stimmung zu machen, gegenüber der, na doch, etwas größeren Anzahl von Tickets, die auch auf Fabios Seite verkauft wurden. Und bei Fabio ist es ja auch so, so viel Sportliches weiß man nicht über ihn, man weiß zwar sonst viel über ihn, und dadurch ist das so eine kleine Wundertüte, dieser Kampf. Und ich mag Wundertüten, war schon als Kind so, bin ich heute auch so geblieben. Eine Tradition, vielleicht für dich nochmal neu, weil du hast mir gesagt, das war dein allererstes Interview, dafür auf jeden Fall extrem gut gemacht. Das letzte Wort gehört dir. Das heißt, du kannst noch eine Message loswerden an die Mama oder an Fans oder solche, die es werden wollen, oder an deinen Gegner. Du könntest jetzt was sagen, da ist deine Kamera.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinem Team, beim Streibgym, beim Wova, bei meinem Manager, beim Aber. Ich bedanke mich auch bei dem Sponsor Black Magic CBD. Und für all die Leute, die Tickets gekauft haben, ja, vielen, vielen Dank an euch. Krass, dass ich so einen Support schon habe. Wahnsinn, wirklich. Auf jeden Fall krass. Es gibt Leute, die haben 10, 20 Kämpfe gemacht und haben den Support nicht. Deswegen ist ja auch ein gutes Feedback für dich aus deiner Umgebung. Ich bin enorm gespannt auf den Kampf. Ich freue mich drauf. Gute Vorbereitung weiterhin. Und dann sehen wir uns allerspätestens am 18.02. Wird ein Kracher. Prost.